Satire mit Boris. Heute zu Boris Reitschusters Pamphlet Studie zu Corona-Protesten. Wie bestellt Manipulation in den Medien? Thema des Pamphlets ist die ZEW-Studie Spreading the Disease, Protest in Times of Pandemics von Martin Lange und Ole Monscheuer, das eine wissenschaftliche Untersuchung des Superspreader-Charakters diverser von Querdenken veranstalteter Demonstrationen vorlegt. Über die Links in der Videobeschreibung kann man die beiden Dokumente herunterladen. Schon nach zwei Absätzen kommt der Boris endlich zur Sache. Offensichtlich hat er sich die Studie nach der Bundespressekonferenz heruntergeladen und kurz überflogen, um sie dann sofort in Grund und Boden zu schreiben. Da Boris vom Inhalt offensichtlich nur Bahnhof verstanden hat, wird nicht der Inhalt selbst kritisiert, sondern die Reputation der Herausgeber in Frage gestellt und durch den Kakao gezogen. Dabei hat der arme Boris halt nur nicht kapiert, dass die Studie in Zusammenarbeit zwischen dem ZEW, zu gut Deutsch Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, und der Humboldt-Universität entstand, was bei näherer Betrachtung durchaus Sinn ergibt, da die Wirtschaft wegen der vorsätzlich herbeigeführten, vermeidbaren Infektionen, ursächlich durch das asoziale Verhalten der Demonstranten bedingt, anschließend unter den dann für alle Bundesbürger länger anhaltenden Maßnahmen zu leiden hat. Doch in einer Studie, die die Verbreitung eines Virus anhand der Reiseaktivitäten von Demonstrationsteilnehmern nachweist, der Name des Reiseveranstalters relativ häufig genannt werden wird, ist eigentlich nicht verwunderlich. Es sei denn, man hat, wie unser Boris, die empirische Grundlage der Studie einfach nicht erfasst. Und mal ganz ehrlich, Boris, warum sollte man Menschen, die die Existenz eines Virus und dessen Verbreitung vollumfänglich abstreiten, anders als Corona-Leugner bezeichnen? Dass auch die AfD häufig genannt wird, ergibt sich aus der Tatsache, dass der größere Teil der AfD auf den Querdenkenzug aufgesprungen ist und dort massiv auf Stimmenfang geht. Das sollte doch gerade einem Boris Reitschuster, der in der rechten Szene hervorragend vernetzt ist, sehr gut bekannt sein. Fazit: Ein weiterer Fall von äußerst billigem Schmierenjournalismus. Das unverkennbare Markenzeichen des Boris Reitschuster.